They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Kids sind echt mit Abstand die allerbesten. Sieh da, heute sollten wir uns für die wahren allerbesten einsetzen. Machst du bitte ein paar Fotos für das letzte Kapitel unseres Jahrbuchs? Der Triburgathlon ist das Sportereignis, das jedes Schuljahr beendet. Hier zum Beispiel die Leichtathletikdisziplin. Cerise Wood hat das ganze Schuljahr über hart trainiert und gewinnt den Wettkampf. Hunter Huntsman ist ein herausragender Bogenschütze. Unschlagbar. Er ist der Allerbeste. Kommen wir zu einer weiteren Wettkampfdisziplin. Extrem Crockett. Ich bin so glücklich, dass wir uns entschieden haben, in unserem Jahrbuch die perfektesten und unperfektesten Momente zu zeigen. Schüler, es ist an der Zeit, unseren Ever-After-Jahrbuch I-Ahorn-Samen einzupflanzen. Jeder, der an der offiziellen Pflanzzeremonie teilnehmen will, sollte sich nun zum Schicksalsgarten begeben. Wir beenden das Schuljahr, indem wir einen I-Ahorn-Baum pflanzen, gemäß der Tradition um Punkt 12. Den I-Ahorn bitte. Apple? Raven? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Wo ist der I-Ahorn? Ich dachte, du hattest ihn. Oh nein, wir haben ihn auf der Bank liegen lassen. Ich habe eine Idee. Hab ihn! Ihr habt ihn doch nicht etwa verloren. Er wird in ein paar Sekunden eingepflanzt. Perfekt. Ist das nicht toll? Ein wunderbares Jahr. Gute Arbeit, Herausgeberinnen. Wir hoffen, dass die zukünftigen Jahrgänge genauso viel Spaß daran haben, es zu lesen, wie wir daran hatten, es zu machen. Schüler, versammelt euch um diesen Baum. Dieses Jahrbuch ist von einer ganz besonderen Klasse. Dazu gehörten auch die berühmte Apple White und Raven Queen. Rosabella Beauty, Tochter von der Schönen und dem Biest, ist ein ganz besonderes Mädchen. Natürlich hat sie ein Herz für Tiere. Große, kleine, süße und, naja, nicht ganz so süße. Rosabella, wie kannst du ein Erdferkel küssen? Die sind so... Nein, für mich sind alle Tiere schön, Darling. Zum Feenzauberstab. Professor Rumpelstilzchen lässt mich echt nachsitzen? Ich soll den ganzen Nachmittag Stroh in Gold für den alten Kerl verwandeln. Als wäre ich so eine Art... Eine Art Arbeitstier? Ja, als ob ich irgend so ein Arbeitstier wäre. Das ist so unfair. Ich und ein Ein Arbeitstier? Pesky! Wisst ihr vielleicht, wo Pesky ist? Wir treffen uns immer nach der Schule und dass er nicht kommt, ist echt ungewöhnlich für ihn. Ganz ruhig, wir werden dir helfen. Leute, wir haben hier einen Notfall. Ein geliebtes Tierchen wird vermisst. Oh je, was ist denn passiert? Ja, mein Gecko ist auch verschwunden. Okay, dann werden wir uns darum kümmern. Teilt euch in Suchtrupps auf. Wir treffen uns in 20 Minuten wieder genau hier. Okay. Welche Ergebnisse? Hattet ihr Glück? Ich wollte alle meine Tierfreunde bitten, die verschwundenen Tiere zu suchen. Aber sie sind jetzt auch verschwunden. Wir müssen unser Gehirn einschalten. Oder unsere Nasen. Los, folgt mir! Es ist nicht so, wie es aussieht. Okay, es ist so, wie es aussieht.
Rumpelstilzchen will, dass ich 20 Heuballen zu Gold spinne. Das bekomme ich doch niemals alleine hin. Du hast deine Grenze überschritten, denn die Tiere sind nicht deine Sklaven. Ach, Pesky. Oh, ich habe mir Sorgen gemacht. Jetzt denkt ihr wohl, dass ich eine schlechte Fee bin. Ich sehe auch das Gute in dir. Und ich sehe nochmaliges Nachsitzen. Und zur Strafe darfst du einen Monat lang die Einhornstelle ausmisten. Oh, verflixt! Eine weitere Unterrichtsstunde, Burgfräulein in Not. Liebe Burgfräulein, wenn ihr von eurem Prinzen gerettet werdet, wollt ihr ja möglichst gut aussehen. Oh, Wirk. Ich mach mir doch keine Gedanken um meine Frisur, wenn mich ein Drache fressen will. Naja, aber wenn... Dieses Geräusch könnte auch von dem Drachen stammen, der hinter euch steht, wenn ihr nicht besser aufpasst. Dann ist unsere erste Verteidigungsstrategie, möglichst harmlos auszusehen. Regel 23, ein Burgfräulein tut zumindest so, als wäre es überrascht. Oh, das war sehr gut, Darling. Dafür bekommst du eine 1. Und wir haben heute einen Gast. Es ist Darlings großer Bruder, Daring Charming. Daring Charming. Yippie, Daring. Darling, bist du so lieb und holst deinen Bruder? Oh ja, natürlich. Was macht sie denn? Sie soll doch den Helden dieser Geschichte holen. Naja, kann ja sein, dass sie genau das vorhat. Oh, rette mich. Oder wie auch immer. Echt jetzt? Und das ist klausurrelevant? Oh, der Drache aus Sturmhöhe kommt, um uns zu holen. Das ist ein Drachenalarm der Stufe 5. Ist angekommen. Daring? Meine Güte, ungeheuer charmant. Du machst deinem Namen alle Ehre, Daring. Hey, Achtung, meine Frisur. Was habe ich denn nur getan? Hey, Darling, das passiert in letzter Zeit ständig. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Sei froh, dass du ein Burgfräulein bist. Sieh nur, was wir Helden alles ertragen müssen. Du armes Ding. Unterrichtsende. Raven? Apple? Raven? Apple? Apple und Raven hatten ein Problem. Als gemeinsame Herausgeberinnen des Jahrbuches mussten sie sich in bestimmten Dingen einig sein. Doch sie konnten sich nicht einmal darauf einigen, sich nicht einig zu sein. Apple? Raven? Wieso schafft ihr es denn nicht einmal mehr Freundinnen zu sein? Wir brauchen eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Im Wunderland lösen wir das mit einem Duell. Mit einem Crockett-Duell. Und wer bei dem Spiel gewinnt, wird die Chefherausgeberin. Die Verliererin muss sich der anderen untergeben. Ich bin dabei, wenn du es auch bist. Ja, bin ich. Abschlag bei Tagesanbruch! Apple? Raven? Ihr kennt die Regeln. Ihr habt meiner Erklärung zugestimmt. Maddie? Du bist Ravens Torwächterin. Bunny, du bist Apples. Es gibt einen Punkt, wenn der Ball im Tor landet. Also umdrehen, geht dann 10 Schritte und schwingt eure Schläger. Gespielt. Ein schönes Erinnerungsbild. Zu schade, dass dieses Bild niemals im Jahrbuch landet. Apple White! Oh. Apple, also wenn du mich fragst, macht dieses Bild viel mehr Eindruck. Nachsitzen!
Wir wollen uns doch alle nur von unserer besten Seite zeigen. So wie auf diesem Bild von unseren liebsten Torwächterinnen. Wohl eher Torschläferinnen. Ja, die Gewinnerin wird es entscheiden. Schön, dann bringen wir es zu Ende. Unentschieden! Wir präsentieren die gemeinsamen Herausgeberinnen unseres Jahrbuchs, Apple und Raven. Das war's, ich will ins Bett. Wir sehen uns. Ich wusste, dass ihr das geregelt bekommt. Wenn ihr gemeinsam arbeitet, wird es das beste Jahrbuch aller Zeiten. Ich bin dabei, wenn du es auch bist. Ja, bin ich. Vielleicht sind die beiden Mädchen sich nicht immer einig. Aber in gewissem Sinne immer auf der gleichen Seite. Oh, da meine Eltern gerade unterwegs sind, kann ich zum ersten Mal alles ganz allein erzählen. Kannst du bitte leiser erzählen, Brock? Tut mir leid, Kitty. Da ist Bunny. Sie besorgt für Apple von Alistair eine Liste der Schachclub-Teilnehmer für das Jahrbuch. Es ist außerdem der Tag von Bunnys erstem Kuss. Nur, dass das nie passieren wird, weil die zwei schon viel zu lange miteinander befreundet sind. Mal sehen, was passiert. Aha! Schach! Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Zu wenige Mitglieder. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Oh, entschuldigt, ich dachte, ich hätte eine Ratte gesehen. Kitty, mach diesen Moment nicht kaputt. Wisst ihr was? Wir blättern jetzt einfach ein paar Seiten zurück. Hey, du darfst sowas nicht tun. Ich hab's schon getan. Bunny hat also gerade den Pavillon erreicht. Aha, Schach. Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Zu wenige Mitglieder. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Siehst du? Die beiden würden nicht mal knutschen, wenn man sie zusammenschubsen würde. Oh, eine gute Idee. Genau in diesem Moment veränderte sich das schöne Wetter in mieses Hundewetter. Hm. Oder sagen wir lieber Katzenjammerwetter? Tschüss! Oh. Entschuldige, ich gehe wohl besser, bevor ich mich erkälte. Aber... Aha! Wir fangen das Kapitel einfach nochmal von vorne an. Bunny erreicht den Pavillon. Aha! Schach! Oh, hi, Bunny. Hi, Alistair. Tut mir leid, aber ich dachte, hier trifft sich immer der Schachclub. Ich bin der Schachclub. Willst du mitmachen? Oh. Du darfst anfangen. Schachmatt. Du hast gewonnen. Hättest du Lust auf eine Revanche? Da gibt man ja einem Briefkuvert innigere Küsse. Und wenn wir die Geschichte jetzt einfach weiterlaufen lassen, dann wird sie garantiert wunderschön. Hey, das war mein Text. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.